Soziale Netzwerke sind eine wichtige Ressource. Für Menschen mit Migrationsgeschichte ermöglichen Räume der Begegnung neuer Bekanntschaften und neuer Perspektiven. Mein Name ist Salwa Salib und ich koordiniere das Projekt Community Cooking. Community Cooking? Community Cooking ist ein Projekt in Kulturhaus Brotfabrik Favoriten. Community Cooking ist für mich gemeinschaftliches Kochen und Essen. In einer gemütlichen Zeit und in einer familiären Atmosphäre. Man trifft einfach Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, vielleicht sogar aus der Nachbarschaft. Community Cooking ist für mich meine Familie. Zum Beispiel heute, es gibt Inge, die bei uns seit lange und sie hat eine japanische Vorspeise. Grüne Bohnen mit Sesam. Einmal, wir haben schon eine Anmeldung von 22 Personen und bekommt bei uns 60 Personen. Alle Supermärkte sind schon geschlossen und dann, wir wissen das, was machen wir? Es ist nie gleiches Essen, sondern es ist jedes Mal quasi ganz was Unterschiedliches. Alle Menschen, die hier kommen, wenige Sprache, aber wir finden eine Kommunikation. In meiner Heimat, ich habe gearbeitet als Lehrer. Das war mein schönster Moment, dass ich mit den alten Menschen mit dem Dialekt, starken Dialekt Wienerisch, kommunizieren kann und zusammen kochen auch. Ich komme zu Community Cooking durch einen Zufall. Einer ist auf mich zugekommen, der mich schon gekannt hat und gesagt, Inge, komm, wir haben so tolle Sachen. In Wien, da gibt es Kochen. Mit Caritas, willst du nicht kommen? Und ich habe gesagt, ich schaue mir das an und seither bin ich dabei.